Ja, dann zum Endspurt. Online, Foto Universal Online Open House. Und für den guten Ausklang habe ich nochmal der Stefan Seib da. Fotograf, Fotoreiseleiter und Buchautor. Ja? Und natürlich auch eine ganz spezielle Art von Fotograf, nämlich Astrofotograf, auch noch mit dazu. Ne? Also sagen wir Spezialist in dem Bereich Astrofotografie. Und das passt ja eigentlich auch so zum späten, na, frühen Abend, sage ich mal. Aber es ist auf jeden Fall schon dunkel draußen. Wenn du sendest hier durchs Fenster, ist es eigentlich schon relativ dunkel. Also insofern haben wir uns gedacht, wir machen jetzt Freestyle. Wir haben eigentlich gar kein richtiges Thema besprochen, sondern wir haben gesagt, Stefan, zeig doch einfach deine 10 besten Astrofotos und erzähl uns einfach mal was drüber. Wie ist das Ding, wie sind die entstanden, was hat es gebraucht, wie kam es zustande und warum sind es deine 10 liebsten Fotos? Und ich glaube, jetzt lassen wir einfach mal Bilder sprechen und der Stefan sprechen und ich halte mich zurück und bin mal ruhig und guck zu. Gut, ja, danke Peter, ja, für die Einleitung. Und tatsächlich habe ich so 10 Fotos mal rausgesucht aus meiner astrofotografischen Karriere und hinter jedem dieser Bilder steckt ja irgendeine Geschichte. Mhm. Und da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Natürlich werde ich auch erzählen, was man da sieht. Und das erste Bild, was jetzt schon zu sehen ist, ist ein sogenannter Venustransit. Ein sehr seltenes Ereignis, sehr seltenes astronomisches Ereignis, wo die Venus als dunkler Punkt vor der Sonnenscheibe vorbeizieht. Und also das hinten Bild ist die Sonne, ne? Nur zur Erklärung, ja, für die, die sich gar nicht mit Astrofotos auskennen. Ne? Ja, das richtig. Hinten ist die Sonne, ja. Und das vorne, der schwarze Fleck, ist die Venus. Ne? Das ist die Venus, also unser Nachbarplanet, mhm, nach innen gesehen. Und ab, mhm, und zu kommt es eben vor, dass die Venus vor der Sonnenscheibe vorbeizieht. Mhm. Und diese Aufnahme ist vom, die ist aus dem Juni 2004. Mhm. Und danach gab es 2012, mhm, noch einen weiteren Venustransit. Mhm. Und der nächste Venustransit ist am 11. Dezember 2117. Das zeigt, wie selten dieses Ereignis ist. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr auf die Reihe, oder? Wenn wir uns gesund ernähren, vielleicht. Ja. Also das ist ein Haufen Gemüse. Ja. Ist vom Balkon aus gemacht in Stuttgart. Mhm. Da war bestes Wetter, auch die Luft war sehr ruhig. Und ja, das Bild war auf den Titelseiten von internationalen Fachzeitschriften, von Neuseeland über China, Irland, USA. Das ist damals. Mit was war das fotografiert? Das ist ein sogenannter H-Alpha-Filter gewesen, also ein Fernrohr natürlich mit einer längeren Brennweite, mhm, und dann ein Spezialfilter, der die Chromosphäre der Sonne zeigt, also nicht die Photosphäre, das was wir so hell am Himmel, mhm, sehen, sondern diese Chromosphäre liegt zwiebelschalenartig über der Photosphäre, mhm, und deswegen sieht man da andere Strukturen, zum Beispiel die Protuberanzen am Sonnenrand. Mhm. Das sind die Sonnenstürme, ne? Protuberanzen. Das sind so Ausbrüche auf der Sonne. Wie so ein Vulkanausbruch, bloß in viel größer. Ne? Also so ein Ausbruch da oben, der hat ja schon ein paar tausend Kilometer, ne? Was man da so sieht, diesen orangenen Zipfel ganz oben dran. Ja, die Sonne hat 1.400.000 Kilometer Durchmesser und die Erde nur 12.000. Also das erreicht schnell Erdgröße, so eine Protuberanz. Aber das, was wir jetzt hier sehen, ist eher eine kleine. Okay. Ja. Aber eine lustige Anekdote vielleicht noch zu dem Venustransit 2012, also der nächste dann. Den habe ich auf Hawaii beobachtet und fotografiert. Und da kamen auch unbedarfte Menschen, die wir durchs Teleskop haben gucken lassen. Und eine Besucherin sagte nach dem Durchgucken, ja, Venus kann sie sehen, aber was ist denn der schwarze Punkt da? Ja, das ganze Ereignis dauert über 6 Stunden. Also okay, man hat ein bisschen Zeit. Man hat ein bisschen Zeit zu Richtig, ja. Okay. Mhm. Da muss man aber einen Filter davor machen, dass man nicht in die Sonne guckt, ne, mit dem Fernrohr. Naja, also, dieser Spezialfilter, von dem ich berichtet habe, dieser H-Alpha-Filter, der übrigens von Fernrohrland hier im Haus natürlich geliefert worden ist. Dankeschön, ja, der war damals sehr selten und rar, schwer verfügbar. Mhm. Der nimmt schon die Energie weg. Also man kann damit ungefährlich die Sonne beobachten. Aber das ist vielleicht noch ein ganz guter Tipp. Mhm. Man sollte nicht versäumen zu erwähnen, dass es gefährlich ist, die Sonne zu beobachten. Ja. Und wer das vorhat,
egal ob das im Weißlicht ist, also die Photosphäre oder eben diese Chromosphäre, sollte sich unbedingt an einen Fachmann wenden, damit er nicht sein Augenlicht gefährdet oder seine Kamera. Ja, und da ist man hier im Hause bei Foto Universal bzw. Fernerland sehr gut aufgehoben. Ne? Das sind die entsprechenden Fachleute, die sichere Beobachtungsmethoden kennen. Ja, also niemals mit dem Fernglas oder mit dem Teleskop in die Sonne gucken. Ne? So also weil das kennt man ja vom Brennglas, ne? So als Kind. Ja, man hat also innerhalb von einer Sekunde oder Bruchteil einer Sekunde hätte man sein Augenlicht gefährdet. Ja, bis zur völligen Erblindung. Oh, das ist aber kein schönes Thema. Das schwenkt man doch gleich zum nächsten Bild. Solange wir noch was sehen, gucken wir uns das nächste Bild an. Ja, solange wir noch was sehen, schauen wir uns das zweite Bild an. Das ist vielleicht ein ungewöhnliches Bild. Was ist das? Das sind Sterne, die wir hier sehen. Mhm. Und zwar ist es das Sternbild Kreuz des Südens. Mhm. Allerdings unorthodox abgelichtet. Auf analogen Film fotografiert. Mhm. 2004 in Namibia aufgenommen. Und 45 Minuten lang belichtet und während dieser Belichtungszeit habe ich den Fokus verbessert. Also der war am Anfang ganz unscharf eingestellt, dieser Fokus, und ist im Laufe von 45 Minuten immer schärfer eingestellt worden, bis dann zum Schluss die Sterne scharf waren. Dann habe ich noch mal eine kurze Pause gemacht und noch eine ganz kurze Nachbelichtung. Dadurch dieser tolle Schweif, ne? Das ist vorne dieses Pünktchen, diese Nachbelichtung. Ja. Und einerseits werden die Sterne dann zu diesen schönen Schweifen. Andererseits sieht man die Farben der Sterne sehr schön mit dieser Aufnahmetechnik. Also wir sehen, dass ein Stern vom Kreuz des Südens rot ist und die anderen sind blau. Mhm. Und diese Farbe, diese Sternfarbe, ist ein unmittelbarer Hinweis auf die Oberflächentemperatur dieser Sterne. Ja, die roten Sterne sind die kalten. Ja. Und die blauen sind die heißen. Ich hätte jetzt genau andersrum gedacht. Aber ja, ist nicht wie beim Wasserhahn. Ja. Ist genau umgekehrt. Man kann sich vorstellen, ein Stück Metall, was man immer wärmer macht, das fängt rot an zu glühen. Ja, und dann wird es blau. Und wenn man es immer heißer macht, wird es wie mit der Farbtemperatur, die nach oben geht. Ne? Da hat man es ja. Ne? Da, genau. Und die Sonne hat so eine Mittelstellung. Ne? Deswegen empfinden wir das Licht als weiß. Mhm. Okay. Das ist irgendwo dazwischen. Mhm. Ja, was... ich sehe hier im Preview, sehe ich dann schon was, ne? Also genau, die nächste Aufnahme, die jetzt kommt, das ist ein Observatorium, ein sehr modernes Observatorium, auch erst vor wenigen Jahren aufgenommen worden, das ist ALMA, nennt sich das. Das sind 66 solche Antennen, die wir hier sehen. Wo ist das? Das ist in Chile, auf dem sogenannten Chajantor-Plateau auf 5000 Meter Meereshöhe. Okay. Stehen diese Antennen, weil Wasserdampf die Wellen, die das Teleskop empfangen soll, dämpft. Ne? Deswegen hat man das Teleskop sehr hoch aufgestellt und der Sauerstoff da ist sehr, sehr knapp. Also wenn man da... Aber sind das nicht Antennen? Das sind doch gar keine Teleskope. Doch, das sind Antennen. Ja. Also es ist praktisch ein Radioteleskop. Hä? ALMA, also das, was wir hier sehen bei Nacht, ist auch maßgeblich beteiligt gewesen an der Erzeugung des ersten Bildes eines schwarzen Lochs, was ja dieses Jahr durch die Presse gegangen ist. Das erste Bild eines schwarzen Lochs hat ALMA viel dazu beigetragen. Und diese Antennen sind beleuchtet nachts in verschiedenen Farben. Das klingt zunächst unglaubwürdig, weil die Astronomen es ja gerne dunkel haben, aber da das ein Radioteleskop ist, stören diese Lichter nicht. Wie funktioniert ein Radioteleskop? Also so eine ganz kurze Fassung. Bitte? Wie funktioniert so ein Radioteleskop? Ganz kurze Fassung. Wie eine Radioantenne, nur ein bisschen größer. Aber das macht das ein Bild? Einfach eine andere Wellenlänge. Ne? Also so im Submillimeterbereich empfangen diese Teleskope Strahlung. Mhm. Also von Himmelskörpern, die im Vergleich zu Sternen relativ kühl sind. Okay. Also man will damit das kühle Universum beobachten. Und das gibt dann hinterher ein Bild? Ja, das gibt so eine Art Bild. Also mit einer einzigen Antenne könnte man kein Bild machen, aber da man dieses Feld hat mit 66 dieser Antennen, die kann man auch verschieben. Das haben sie irgendwie in New Mexico, haben sie das doch auch da, diese Big Array oder wie heißt das Ding? Ne? Was im James-Bond-Film drin war, dieses V-förmige. Genau, das ist ein Vorläufer davon. Das hier ist wesentlich moderner. Mhm. Und spannend ist es natürlich, auf diesem Plateau unterwegs zu sein. Ne? Auf 5000 Meter Meereshöhe. Der Sauerstoff ist wirklich
da schon sehr dünn. Mhm. Ja, man ist am Japsen und muss sich also trotzdem konzentrieren, Bilder zu machen. Ja, und das menschliche Hirn, das ist eigentlich im anderen Modus, wenn man da oben ist. Das ist eher so auf Überleben. Das Hirn sagt, bitte überleben. Das ist jetzt wichtig. Nicht Bilder machen ist wichtig. Und das heißt, man muss sich ständig überreden, weiterhin Bilder zu machen. Ja, und ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich eine Kamera aufgestellt habe mit einem sehr starken Weitwinkelobjektiv, also eine schöne dicke Frontlinse, unten das Stativ drunter und wollte nur ein paar Schritte laufen bei Nacht auf diesem Plateau und habe einen Schattenwurf interpretiert als Treppenstufe aufwärts. Oh. Aber in Wirklichkeit ging es bergab. Der tritt ins Leere. Der tritt ins Leere und das führte natürlich zu einem freien Fall. Hoppla. Während des Fallens habe ich mir überlegt, ich muss die Kamera retten, also das Objektiv. Die Frontlinse darf nicht in diesen, auf den Grund schlagen, sonst wäre es kaputt. Wirft man sich dann zwischen Kamera und ja, Stein? Ja, so ähnlich. Und ich habe dann gemerkt, wie das Blut also runterlief, dann im Hosenbein. Aber das sind die Echten, das sind die Echten. Ich habe aber gedacht, also bevor ich jetzt hier irgendjemand davon berichte, die würden einen sofort evakuieren, die würden einen retten. Ne? Die sind sehr auf Sicherheit bedacht. Da oben habe ich gedacht, nein, nein, wichtig ist es jetzt weiterhin Bilder zu machen. Mir geht's gut. Und das habe ich gemacht. Und die Trockenheit in dieser Höhe sorgt dafür, dass so eine Wunde sehr, sehr schnell verheilt. Okay, ja, dann okay. Also alles gut gegangen, nicht kein neues Esszimmer irgendwie. Nein, alles gut gegangen. Alles gut. Sehr schön. Da haben wir jetzt hier noch da. Oh, ich sehe schon was. Was sehe ich denn da? Ah ja, das ist nochmal die Sonne. Genau, diesmal im Weißlicht. Also mit einem ganz normalen Dämpffilter. Das ist die Photosphäre. Jo. Und vor der Sonne fliegt vorbei die ISS, die International Space Station. In 250 Kilometer Höhe umkreist uns ja diese Raumstation. Die kann man sogar mit bloßem Auge sehen, ne? Ja, nachts. Also wenn es klar ist, ne? Ja, genau. Ja. Nachts kann man sie mit dem bloßen Auge sehen. Dann als helles Gestirn sozusagen. Ja, ja, als schnelles Flugzeug im Prinzip. Ja, genau. Ja. Wie so ein Flugzeug fliegt die über den Himmel von West nach Ost. Aber das Spannende sind jetzt Tagesüberflüge, weil tagsüber sieht man sie natürlich am Himmel nicht. Ja, und dann gibt es den seltenen Fall, dass die Raumstation die Scheibe der Sonne kreuzt. Das Problem ist jetzt, dass man das nicht vorher sieht, also man sieht sie nicht anfliegen und man hat genau 0,6 Sekunden Zeit, diese Bilder zu machen. So lang dauert nämlich der Überflug vor der Sonne. Hoppla. Ja, das heißt, man muss sehr, sehr gut vorbereitet sein. Wie lange muss ich dann wieder warten, bis sie wieder vorbeikommt? Ja, bis die wieder vor der Sonne vorbeifliegt, das kann, wenn man seinen Standort nicht ändert, kann das Monate dauern. Oh. Ja, weil wenn ich jetzt dieser Korridor, von dem aus das zu sehen ist auf der Erde, ist nur wenige Kilometer breit. Das ist fast also schlimmer. Wenn man 10 Kilometer weiter nach Norden oder Süden geht, ist es schon kein Transit mehr. Dann fliegt die eben über der Sonne oder unter der Sonne vorbei. Und das war von langer Hand geplant? Ja, dann? Das ist von langer Hand geplant. Dann muss man das Wetter passen und aufgenommen ist das mit dem Fotoobjektiv, 600 mm, Telekonverter und dann eben ein spezielles Sonnenschutzfilter. Und dann muss man eben alles vorbereiten und lässt dann die Kamera mit mehreren Bildern pro Sekunde einfach laufen und hofft, dass die Berechnungen, die man vorher angestellt hat, dass die stimmen. Hat gepasst in dem Fall. Es sind aber keine drei, sondern es sind drei Bilder, ne? Das sind drei Bilder, ja. Eine dieselbe Raumstation, das sind drei, einfach drei Bilder. Man sieht da schön diese Sonnensegel, also den Aufbau auch von der Raumstation. Perfekt. Wow. Okay. Gehört doch deutlich mehr dazu, als man eigentlich dann vermutet, wenn man so ein Bild sieht, ne? Denkt man sich, ja, warte ich halt auf das Ding, kommt da irgendwann vorbei, drücke ich drauf, gibt's ein Bild, ne? Im Astronomiebereich oft so. Das, genau. Was haben wir denn hier? Da sehe ich schon was im Preview. Ja, das Saguaro. Genau, sehr gut, ja. Das sind Saguaro-Kakteen in Arizona. Da stehe ich drauf. Und dahinter eben der Aufgang des Vollmondes. Und was viele überrascht, sind jetzt zunächst mal die Farben. Ja, das ist nicht Photoshop hier da so gedöns? Nein, eben nicht. Ja, diese Farben sieht man mit dem bloßen Auge nicht ganz so gut, weil man bei Dunkelheit die Farben nicht so gut erkennen kann mit dem Auge. Aber die Kamera kann das immer noch. Und die Farben beim Sonnenuntergang oder beim Sonnenaufgang, die entstehen, haben die gleiche Ursache wie beim Mondaufgang. Nur dass das Licht weniger ist, dass es dunkler ist. Deswegen können wir das mit dem bloßen Auge nicht so sehen. Aber die Kamera zeichnet das auf. Das heißt, es sind völlig reale Farben. Ne? Nur lassen die sich eben im bloßen Auge nicht ganz so gut erkennen.
Ja, und dann ging es natürlich los. Also viele haben bezweifelt, dass diese Aufnahme real sein kann. Mhm. Ja, würde ich jetzt auch mal gesagt haben. Man braucht riesengroße Brennweiten, ja, also fast 2 Meter in diesem Falle. Und dann die Kritik war, dass diese Kakteen, die ja viel näher sind als der Mond, die können ja nicht gleichzeitig scharf sein. Ne? Man muss ja entweder auf die Kakteen scharf stellen oder auf den Mond. Mhm. Und dabei wurde unterschätzt, wie groß diese Kakteen sind. Die sind riesig. Ja, die werden eben 10 Meter hoch und höher. Ja, ne? Bis 14 Meter werden die hoch. Ja, schon gesehen, ja. Also das sind keine Kakteen, die man sich ans Zimmerfenster stellen kann. Die sind riesengroß, das heißt, sie sind weit weg. Mhm. Und wenn man dann statt eines Teleskops ein Fotoobjektiv benutzt, dann hat man ja zusätzlich noch die Möglichkeit abzublenden und die Schärfentiefe zu steigern. Mhm. Das habe ich gemacht und dann natürlich eine entsprechend gute Kamera benutzt, wo man die ISO ein bisschen höher drehen kann, weil man darf auch den Mond nicht zu lange belichten. Der wandert ja auch weiter, der geht ja auf und wenn man den zu lange belichtet, wird er unscharf. Wow, ich bin ganz hin und weg. Oh, jetzt sehe ich schon wieder was im Preview. Meine Herren, ist das zu Hause? Nein, das ist nicht zu Hause, das ist Chile. Mhm. Und das ist in... Da hatten wir es heute Mittag davon, ne? Ja, Chile ist natürlich ein Top-Standort für Astronomen, weil die Wettersicherheit groß ist und weil sich Chile auf der Südhalbkugel befindet. Mhm. Man kann das dem Bild sogar ansehen. Mhm. Ja, wenn du mal links hinguckst, siehst du so einen kleinen Nebelfleck. Mhm. Das ist eine kleine Magellanische Wolke, eine Begleitgalaxie von unserer Milchstraße. Also unsere Milchstraße, die ja auch zu sehen ist, ne, hinter dem Beobachter, hat 2 Begleitgalaxien, ne, wie so Schoßhündchen, ne, die so sich in der Nähe aufhalten. Und da in der Nähe ist ja relativ, ne? Wie viel Lichtjahre sind das? Naja, das ist natürlich schon ein bisschen weiter weg, aber sie gehören schon zur Galaxie dazu. Okay. Ja. Mhm. Und das ist die kleine Magellanische Wolke. Unten sieht man auch die große Magellanische Wolke aufgehen, aber die steckt noch so ein bisschen in dem Horizontdunst. Mhm. Und diese beiden Magellanischen Wolken lassen sich nur von der Südhalbkugel aus beobachten. Mhm. Spannend ist natürlich die helle Milchstraße, die den Kontrast ausmacht hinter dem Teleskop und dem Beobachter. Und das ist in San Pedro de Atacama, also in der Atacama-Wüste, wo es so Farmen gibt, so Astrofarmen, um Laien auch den Sternenhimmel näher zu bringen. Und die sind, wie dieses hier, recht gut ausgestattet mit großen Teleskopen. Also das ist so ein Dobson-Teleskop. In kleiner Ausführung kann man die auch hier kaufen, ne, im Fernrohrland. Aber das ist ein recht großes Teleskop, wo man sogar eine Stehleiter braucht. Ne? So eine Leiter, um da durchzugucken. Und ja, Astronomen können nie groß genug Teleskope haben. Also da gibt es nach oben hin keine Grenze. Ne? Wir wollen immer größere Sachen haben, einfach um mehr Licht zu sammeln. Ne? Mhm. Größere Spiegel hat halt eine größere Lichtsammelfläche und deswegen werden da die Instrumente immer größer. Und wenn man da durchguckt, sehen manche Objekte fast so aus wie auf lang belichteten Fotos. Also das ist umwerfend schön. Okay. Also wie kriege ich das nach Chile? Ja, das Teleskop ist ja dort ansässig. Das ist schon dort, also man fährt da hin und die haben das schon. Ja, genau. Man muss sie nicht mitnehmen irgendwie so im Handgepäck. Das ist eine Art Führung, die man da bekommt. Okay. Kriegt die Objekte gezeigt und da gibt es auch jemanden, der das Teleskop erstmal einstellt auf das Objekt, was man da sehen möchte. Aber dann, wenn das einmal passiert ist, muss man mit der Hand dieses Teleskop nachrücken. Mhm. Also wenn sich der Himmel weiter bewegt, muss man mit der Hand das Teleskop nachschubsen. Mhm. Okay. Sonst wandert das aus dem Gesichtsfeld raus. Okay. Das gehört auch zu deinen Reisen. Also gerade Chile nimmst du Leute mit und sagst, hey Leute, wir gehen da hin, gucken uns das zusammen an. Das ist richtig. Also dieses Bild ist im Rahmen einer solchen Reise entstanden, ja, wo man einfach sagt, fotografieren ist eine Sache, ist schön und gut, aber manchmal muss man eben auch die Dinge mit dem bloßen Auge angucken, damit man weiß, wie die in Wirklichkeit auch dann aussehen. Mhm. Okay. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Ja, das ist jetzt Nebel, meine so ein intergalaktischer Nebel, das ist Eta Carina. Da fällt jetzt bloß die Enterprise, ne? Irgendwie so einmal das quer sieht durch. Sieht so ähnlich aus, ne? Das also sind einmal quer durch. Ja, genau. Das sind Wasserstoffansammlungen und Wasserstoff ist eigentlich ein unsichtbares Gas. Mhm. Und hier ist es aber sichtbar, ne? Und leuchtet in diesem rötlichen Licht.
Und zwar deshalb, weil in dieser Gasansammlung sind neue Sterne entstanden. Also das ist sozusagen Kreissaal für Sterne, was wir hier sehen. Mhm. Ja, junge Sterne, die sind sehr heiß und strahlen viel ultraviolettes Licht ab. Mhm. Und diese Energie, die da abgestrahlt wird, die bringt diese Wasserstoffmassen zum Leuchten. Also das Weltall ist nicht tot, ja. Ne? Da ist ordentlich was los, ne? In Sachen Energie und Dinge. Ja, Gott sei Dank, sonst bräuchte man keine Astrophotografie machen. Ja. Und das, ja, es ist wie so eine Leuchtstoffröhre, ne? Wenn man bestimmte Gase mit Energie versorgt, fangen die an zu leuchten. Mhm. Ja, genauso ist das hier mit Wasserstoff. Wasserstoff kommt im Weltall massenhaft vor. Und dieser Wasserstoff ist letztlich die Materie zur Entstehung neuer Sterne. Mhm. Also daraus werden wieder neue Sterne. Und der Prozess der Sternentstehung und auch des Sternentods ist voll im Gange. Mhm. Also das ist nicht statisch. Was wir noch sehen auf diesem Foto sind Dunkelwolken. Ja, also so eine V-förmige Dunkelwolke. Das sind Staubmassen. Mhm. Die versperren uns sozusagen den Blick auf die dahinterliegenden Wasserstoffgase. Okay. Ja, beeindruckend natürlich. Ne? Also irre. Völlig irre. Also... Wow. Also solche Nebel gibt es massenhaft. Mhm. Und wir haben ja in der letzten Session darüber gesprochen, was man für Kameras braucht, um diese roten Nebel eben abzulichten. Mhm. Da eignen sich besonders diese speziellen Astrokameras dafür. Ja, die wir noch am Lager haben. Wegen dieser Wellenlänge, ne? Ja, 656 ohne den Nanometer, Filter, ne? Ohne den Sperrfilter, ja. Ja, genau. Das sind genau diese Wasserstoffnebel, von denen es massenhaft welche gibt im Universum. Mhm. Den speziellen, den wir gerade gesehen haben, Eta Carina, ist im Sternbild Schiffskiel. Mhm. Und dieses Sternbild sieht man nur von der Südhalbkugel aus. Also das wäre also für diese EOS RA wäre das ein gefundenes Fressen. Ja, das Bild ist in Namibia entstanden. Okay. 2004 sogar schon. Jetzt haben wir, glaube ich, schon fast dein letztes. Bei welchem Bild sind wir jetzt? Nummer? Ich glaube, eins müsste noch kommen. Also was sagt denn unsere Regie? Zwei kommen noch. Okay. Das also ist dann haben das drittletzte. Was ist denn das? Was ist das? Das ist ein Polarlicht. Ja? Fischei, oder? Nordlicht. Und diese Kugel ist der komplette Himmel. Mhm. Das heißt, hier wurde ein Fischaugenobjektiv eingesetzt. Auf den Boden gelegt, oder? Rundbildfischauge, ganz richtig, mit der Kamera nach oben fotografiert. Das heißt, die Kamera liegt mit dem Rücken einfach auf dem Boden. Mhm. Ja, und hat dieses Bild aufgenommen. Das heißt, rund um diese Kugel herum ist der Horizont zu sehen. Also 360 Grad Horizont. Und alles, was vor der Frontlinse liegt, kommt aufs Bild. Also der komplette Himmel mit 180 Grad Winkel. Und was man hier auf dem Bild sieht, ist natürlich, dass der komplette Himmel voll mit Polarlicht ist. Mhm. Das ist eine sogenannte Corona. Ja, das ist ein blödes Wort in diesen Zeiten. Ne? Mhm. Aber das heißt tatsächlich auch Corona. Mhm. Ja, diese Erscheinung, diese Polarlichterscheinung. Wenn nämlich das Polarlicht strahlenförmig aus dem Zenit des Himmels kommt und sich mehr oder weniger über den gesamten Himmel spannt, also das sieht ja fast aus wie eine Blüte. Und besonders eindrucksvoll auf diesem Bild ist die große Menge an rotem Polarlicht. Polarlichter sind ja meistens eher grün. Aber hier haben wir große rote Anteile, das heißt, da waren die Energiemengen, die der Sonnenwind eingetragen hat, in die Atmosphäre besonders hoch. Und das, was wir hier sehen, ist eine der eindrucksvollsten Dinge, die man überhaupt am Himmel erleben kann. Okay. Also, da kann man sogar schnell mal vergessen, Bilder zu machen. Also ich habe das so mit einem halben Ohr gehört, dass Leute geschrien haben, jetzt hör auf zu fotografieren, guck dir das an. Ja, da kann man ja auch furchtbar drauf warten müssen. Ne? Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, dass die irgendwie unterwegs waren, Polarlichter gucken und war halt nichts. Ne? Gut. Das kann man sich ja nicht darauf verlassen, dass das stattfindet. Ne? Da kann man sich überhaupt nicht darauf verlassen. Finsternisse lassen sich vorausberechnen. Dann ist nur noch eine Wetterunsicherheit. Ja. Aber Polarlichter, das ist eine Naturerscheinung. Man weiß ungefähr so... Es gibt Wahrscheinlichkeiten, aber mehr nicht. So das kann durchaus sein, dass man da zwei Wochen irgendwo verbringt und sieht kein einziges Polarlicht. Mhm. Ja. Dieses Bild, was wir gesehen haben, ist in Finnisch-Lappland entstanden. Okay. Relativ weit oben. Relativ weit oben. Da haben wir dann auch im Februar, März nachts dann schon mal minus 42 Grad. Wollte ich gerade fragen, da kriegt man kalte Füße, ne? Nicht nur kalte Füße. Und die kalte Kamera. Und kalte Kameras. Immer Akkus in der Hosentasche? Ja. Mhm. Okay. Irre. Was haben wir denn da noch?
da kommt noch was angeflogen. Ja, das ist jetzt eine Finsternis. Aber. Die lassen sich vorausberechnen. Da sind Astronomen zuverlässig, also anders als Astrologen. Ne? Ja. Wenn die voraussagen, das und das findet statt, um die Zeit kann man sich drauf verlassen, und zwar sekundengenau. Ja, und ich sagte gerade, Polarlichter ist so eines der eindrucksvollsten Dinge, die man am Himmel erleben kann. Und mit in diese Kategorie gehört eine totale Sonnenfinsternis. Ja, sehen wir hier jetzt. Das ist der Moment, wo sich der Neumond vor die Sonnenscheibe schiebt. Ja? Ein seltenes Ereignis, wenn man nicht bereit ist zu reisen. Also wenn man nicht bereit ist, seinen Wohnort zu verlassen. Also angenommen, man wird geboren und sagt, hier bleibe ich bis zu meinem Tod. Dann findet an diesem Ort nur alle 400 Jahre eine totale Sonnenfinsternis statt. Hatten wir in 2000? War das 2001? Ja, weltweit gibt es mehr. Ja, ja, klar. Also ja. Weltweit kann man sagen, pro Jahr so 1 bis 2 totale Sonnenfinsternis. Das heißt aber, dass man in diesen Korridor, von wo aus die Finsternis zu sehen ist, dann auch hinreisen muss. Ja, und in diesem Falle war die Reise nicht sehr weit. Türkei 2006. Okay. Ja, und man sieht hier schön die, ja, schon wieder dieses böse Wort, die Corona der Sonne. Ja, also das ist jetzt schon die dritte Bedeutung von Corona. Das ist sozusagen die Sonnenatmosphäre, die in diesem Falle strahlenförmig aussieht. Ja, die sieht so ein bisschen aus wie die Eisenspäne um so ein Magnet herum. Ja, wenn man in der Schule so ein Experiment gemacht hat, das heißt, man sieht schön die Pole vom Magnetfeld der Sonne und man sieht natürlich als schwarze Scheibe den Neumond. Und da lugt links schon der erste Sonnenstrahl wieder durch irgendein Mondtal durch. Ne? Also es ist das Ende dieser Finsternis. Okay. Die dauern oft nur wenige Minuten, diese Finsternisse. Das war sehr beeindruckend da damals hier. Also wir waren hier in der Firma, wo die Sonnenfinsternis war. Da sind wir draußen draußen auf der Straße gestanden und dann kam dann dieser Schatten, kam dann so angerast. Ne? Das war am 11. August 1999, wo ja eigentlich hier bewölkt gewesen ist. Ne? Also man hat ja hier in der Regel diese schwarze Sonne nicht gesehen. Also das, was wir gerade auf dem Bild gehabt haben, hat oder man war, ja oder nicht gesehen. Es wurde nur dunkel. Ja, es wurde dunkel. Ne? Ja, aber man hat diese schöne schwarze Sonne nicht gesehen. Ja, aber es wurde, also das Dunkle kam so angerast, ne? So zack, dunkel, dann wird es plötzlich windig, ne? Dann fängt es an so ein bisschen zu winden. Es war so eine Minute 40 hier. Ja, und dann macht es und dann ist alles wieder vorbei. Ne? Ja, dann ist alles wieder vorbei. Ja. Das ist gespenstisch, da hört auch dann Dings, da hören die Vögel auf zu zwitschern und sowas. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, also irgendwie wird es dann ruhig, ne? Das ist irgendwie ganz komisch. So. Ja, die Tiere werden unruhig. Ne? Ja. Ja, also es wird auch kälter, es gibt eine Art Finsterniswind. Ja, ne? Genau. Genau. Ist schon sehr gespenstisch. Ja. Und also ich bin jetzt niemand, der sagt, man muss jeder Sonnenfinsternis hinterherreisen unbedingt. Ja, dass man keine verpasst. Gehöre ich auch nicht zu dieser Gruppe von Menschen, aber ich bin der Meinung, dass man eine totale Sonnenfinsternis im Leben gesehen haben sollte. Ja, ja. Das geht schon sehr tief. Ja, also es war ein emotionales Ereignis. Ja, das lässt sich also nicht wirklich beschreiben. Da kriegt man so ein komisches Gefühl. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Das ist absolut. Irgendwie so was ganz, Absolut, und ein schönes Fotomotiv ist es obendrein. Ja. die Uhr. Ja, dann sind wir beim letzten für heute, oder? Vorletzten? Nee, das ist das letzte für heute. Ja. Es hieß ja die zehn besten Astrofotos. Ja. Ich habe einfach mal das noch mitgenommen. Das bin ich in Chile 2003. Da gab es eine besonders gute Mars-Opposition, also Gelegenheit, den Mars zu beobachten, der sehr erdnah gekommen ist. Und ich bin tatsächlich mit diesem ganzen Equipment, was man hier sieht, auch nach Chile gereist. Alles im Flieger mitgereist, auch das Teleskop, Montierung. Hoppla. Und hier ein Selfie sozusagen. Geht das als Golfgepäck durch oder was macht man da? Ja, das ist ein bisschen, da muss man ein bisschen blechen führen. Ne? Ja, das Übergepäck. Ja. Und das ist noch auf analogen Filmen. Mit der Montierung, nee, oder? Also mit Stativ auch. Ja, das, ja, wiegt, das wiegt ja. Ja, ja, das wiegt. Ja, die Säule ist nicht so schwer, wie sie aussieht, aber die Montierung schon. Und das ist eine Art Selfie hier auf chemischen Film noch aufgenommen, also keine Digitalaufnahme. Und das Bild zeigt eigentlich ein bisschen die Faszination natürlich, die von der Astronomie ausgeht, wenn man da abends steht, wird dunkel. Aber das Bild zeigt auch was Astronomen nicht so gern sehen, nämlich die Wolken, ne? Die ja eigentlich gute Beobachtungen verhindern. Aber diese Wolken sind tatsächlich dann auch
in der darauffolgenden Nacht verschwunden. Mhm. Okay. Also, es ist ja auch, also Astronomie ist auch ein Naturerlebnis. Ja, das, ja, absolut. Das absolut. Bild vielleicht auch aus. Da wird ja jeder unterstellen, ne, Photoshop, Dings da, was weiß ich was und so. Da kommt ja immer so diese Unterstellung, kommt ja dann immer gleich, ne, dass das tatsächlich so aussieht. Das ist ja völlig irre. Naja, man hat in diesen Wüstenregionen spektakuläre Sonnenuntergänge. Mhm. Ja, und wenn es dann, das kommt zwar selten vor in der Atacama-Wüste, aber wenn es dann, so wie hier, tatsächlich ein paar Wolken gibt, dann ist das wirklich unheimlich farbenprächtig. Also das Bild ist absolut real. Unglaublich. Unglaublich. Ich bin begeistert. Toll. Toll. Ich bin wirklich begeistert. Also wenn ich die Zeit hätte, glaube ich, würde ich dann auch mal irgendwie was machen. Aber ich könnte mir höchstens mal vorstellen, dass ich mal mit Stefan Seib hinterherreise, wenn er dann irgendwie mal nach Chile geht und mal irgendwas mal so in echt anzugucken. Das wäre... Ja, aber gut, im Augenblick bleiben wir zu Hause, ne? Genau, wenn es wieder geht, Peter, jederzeit gerne. Ja, also wenn es wieder geht, müssen wir uns echt mal unterhalten. Beeindruckend, wirklich schön, auch ein wunderschöner Abschluss. Du kannst jetzt einfach nochmal den Leuten sagen, wenn sie mal gucken wollen, was du so getrieben hast in letzter Zeit und was du treiben wirst, in Anführungsstrichen, nochmal auf deine Webseite, dass die da mal gucken können. Was? Fotomeeting? Ja, also die Homepage ist www.fotomeeting.de, Fotomeeting mit PH vorne. Mhm. Und da gibt es auch Blogs, Reiseblogs von den vergangenen Reisen. Da kann man also ein bisschen stöbern, was sozusagen gewesen ist. Und es gibt auch einen Link auf die Reisen, die für nächstes Jahr geplant sind und die hoffentlich auch stattfinden. Okay. Stefan, das ist das Ende der Online Open House. Ich bedanke mich vielmals bei dir für deinen Einsatz, vielmals für die tollen Bilder. Wir sind, glaube ich, stark beeindruckt. Hier hinten sitzt noch meine Regie oder unsere Regie. Ich glaube, die müssen jetzt mal vorkommen. Kommt mal rüber, komm, Maske auf. Kommt mal rüber. Achtung, da sind wir kompatibel. Guckt mal hier rein. Achtung. Ja. Setzt euch mal kurz hin. Ja. Achtung, schön Abstand. Gut, wunderbar. Tja, da hätten wir also hier, wollte ich doch gerade noch mal vorgestellt, damit wir hier zu meiner Linken den Henning Götsch und zu meiner noch Linkeren den Johannes Kleiber. Ja, das ist nicht so arg weit weg von der Verwandtschaft her. Und euch möchte ich auch noch mal sagen, warte mal, Uli! Hier! Komm mal, Maske auf! Ich sogar schon ohne. Mach nichts Wüstes, wir sind online. Was? Vielleicht guckt noch jemand zu. Ja, wenn nicht. Doch, doch. So, komm noch mal her. Ja, ich hab Maske auf. Ja, da. Ganz kurz ist das, glaube ich, kompatibel, oder? Absolut. Ja. Also in der S-Bahn geht es länger zu. Ja, also ganz kurz. Wir wollen jemanden ja, jetzt hätten wir hier die Big Cannons hätten wir hier beieinander. Also Henning Götsch verantwortlich für die Technik. Mein Bruder, der das alles durchgestanden hat. Meine schlechte Laune, das ganze Durcheinander, bis die Sendung stand. Ja, dann haben wir hier natürlich der Jo und der Stefan Seib. Also, und das ist, glaube ich, auch der richtige Augenblick, sich jetzt ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen oder Fütterle zu trinken. Und danke zu sagen an jedem, der noch zugeschaut hat. Ne? Ja, und denken Sie an Foto Universal in Fernerland, denken Sie an Stefan Seib, an Harald Löffler, an unsere ganzen Mike Eick vom NABU, alle, die mitgemacht haben. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Für uns war es eine super Erfahrung. Wir hoffen, wir bleiben in guter Erinnerung. Beehren Sie uns auf unserer Homepage www.fotouniversal.de, www.fernerland.de und www.fotomeeting.de. .de mit PH, dann haben wir noch einen Harald Löffler mit Eye of the Tiger, ne? Den findet man auch unter Eye of the Tiger, und der Mike Eick vom NABU, den findet man unter dem NABU hier in Fellbach, ne? Ja, vom NABU in Fellbach, da weiß ich nicht mal die URL, aber ich glaube, das findet man, der Google weiß es. Tja, und weil es so schön war, ich verlose eine Flasche Wein, jetzt geht's los, Achtung, Fellbacher Wein, gegen jemand, der mir jetzt im Chat schreibt, in den nächsten 5 Minuten, ich schicke die Flasche Wein kostenlos zu, also wirklich was Gutes, der mir sagt, was das hier ist. Also so viel verrate ich, das hat was mit Fotografie zu tun. Definitiv. Also viel fotografischer geht's nicht. Ich greife jetzt mal kurz ein, stell das hier vor. Oh ja. Und ja, das ja nur zu mir. Mit der anderen Kamera noch mal ein bisschen im Detail einfangen. Okay. Jetzt guckt einer, guckt den Chat.
Vielleicht meldet sich ja irgendjemand, der weiß. Also ihr dürft natürlich auch raten, ne? Also, Peter, die Leute, wo das kennt, die sind in der Führerzeit im Bett. Darf ich es ein bisschen rumdrehen? Ja, kann man auch umdrehen, ja. Das ist wie bei QVC. Also wer weiß, was das ist? Ja, schneller weiter drehen, sonst sieht man es. Achtung, jawohl. Der kriegt von mir, von uns hier, eine Flasche Fellbacher, eine gute Flasche Fellbacher Wein. Mein Bruder hat Spendierhosen an, der hat eingekauft. Also insofern, ich denke, das ist der krönende Abschluss für so einen Hightech-Abend, ne? Oder für, so, für Hightech-Tage, für 2 Tage, für 20 Stunden Live-Sendung. Also ich darf mich nochmal bei allen bedanken hier. Und ja, wir gehen jetzt offline und trinken was. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank. Nicht nur dir, Peter, sondern der ganzen Crew. Ja. Ich fand's toll. Also vielen Dank an alle. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Jo, Musik an!